Hallo und servus, liebste Freunde, Euden, und willkommen zurück zu... Mann, ich hätte wieder fast live... eigentlich hätte ich fast Bioshock gesagt. Aber nicht Life is Strange. So, jetzt hätte ich gerade... Jetzt habe ich ja gerade in dem Satz, in dem ich das sagen wollte, halt versehentlich wieder Life is Strange gesagt, statt Bioshock, wie ich sagen wollte. So, willkommen zu Life is Strange... Before the Storm, nicht Behind the Storm, wie ich jetzt wieder sagen wollte. Mann, ich schaff's einfach nicht. Okay. No sucking on tampons, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wir rauchen einfach mal eine. So. Und ich setze mich mal schnell anders hin. Moment. Sonst fällt mir noch das Bein ab, wenn es die ganze Zeit angewinkelt ist. Seit einigen Folgen. Students at Blackwell have this herd instinct to glom up into little groups like sheep. And if you just want to be alone, you get labeled like some dangerous outsider. Just like any other prison. Except now the prison follows you wherever you go, thanks to social media. I can't believe Rachel posted a photo of the two of us together last night. Am I still an outsider if I'm hanging out with Rachel Amber now? And what does it mean that hanging out was so awesome? Does that make me just the same as every other student here? Nah, fuck that. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Hallo. Ich bin Zale. Wir spielen Life is Strange. Bevor das... Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Mann. Es wird schon nicht so wichtig gewesen sein. Yes, es gibt... Something's definitely missing from that totally blank. Aber Graffiti, ich dachte am Anfang, sie würde wirklich sprayen oder so. Firewalk. Rocked. Director Wells rocked. Oh ja. Das finde ich cool. Ladies and gentlemen, Principal Wells. Rock Idol heißt das Achievement, das wir hierfür bekommen haben. Wells rocks. Das ist schön. I wonder if Wells is going to appreciate my art. Das ist schön. Was ich mir gerade gedacht habe, war da nicht... Also selbst wenn nicht zwar vorne am Brunnen Victoria Chase sitzt, gab es doch schon mal eine Bemerkung zu Victoria Chase und Davids Schrott. Nein, wir haben etwas übersehen. Scheiße, ist zu spät. Stimmt, und ich dachte noch an Davids Schrott vorhin, wo wir da waren. Hab nicht daran gedacht. Ah, verdammt. Das ist mir genauso auch bei Life is Strange passiert immer wieder. So ein bisschen, also einfach immer so ein Teil. Vergessen, Mann, David Schrott. Mann. Schade, wir können jetzt nicht mehr zurück. Ah, verdammt. Das ist... Mann, schade. Sehr schade. What the fuck is that supposed to mean? Sag nein zu Drogen. Ein Sieg auf Drogen ist kein Sieg. Es ist eine Abkürzung in die Tiefen des Versagens. Hä? Okay, ich verstehe schon, warum sie es nicht versteht. Ich verstehe es nämlich auch nicht. I prefer to wake and bake. But hey, to each their own. Wake and Bake, okay. Schüler von Blackwell, verpasst nicht die wichtigste Mahlzeit des Tages. Behandelt euren Körper richtig während des Stresses der Abschlussprüfung. Ja, ein gesundes Frühstück. Ne? Hackbällchen, Pancakes mit Sirup, Steak, Würstchen, Eier, Bacon. Wahrscheinlich noch links unten so Pommes-Dinger. ein gutes amerikanisches Frühstück. Do your part for fire safety. Tragt euren Teil zum Brandschutz bei. Feuer ist schön, Wasser ist auch schön, aber... No, Chloe. Class is back the other way. Aber Chloe, you generally don't give a fuck, so don't give a fuck now. Aber wir wissen schon Bescheid, wo wir hin müssen. Milton können wir hier nicht. Wenn es auch so gewohnt, Milton zu durchsuchen wegen Bioshock. Miss Grant,
The least lame teacher at Blackwell. Ah, sie mag. Wish she could get over the whole push me to succeed thing, though. Sie mag die Lehrerin, okay. Morning, Miss Grant. Hi. What do you think of this hypothesis? That you'll be in your seat by the time chemistry class begins today. Science is all about discovery, Miss Grant. Guess you'll have to wait and see. Wir werden da sein. With all the change that's happening at Blackwell of late, I suppose I can appreciate your consistent wit, Chloe. What kind of change do you mean? Well, the Prescotts have made an extremely generous donation to the school, which is good, but instead of going to support more science and mathematics, it's all being dedicated to the arts. Mm-hmm. You don't think more money should be spent in the arts? It's not that exactly. I recently made the case that STEM programs should receive more support, but apparently our new donors disagree with me. Such is life, I suppose. Miss Grant actually seems sad. Die Künste unterstützen STEM auch. Look at it this way, Miss Grant. More art classes will keep all the smug, self-absorbed types out of your science classroom. Articulate, as always. Sie ist halt schon schlau, Chloe. Moment mal, das müssen wir rausfinden. I'll see you in class. Right, Chloe? Alles klar. Hier sind die Gespräche beendet. In Life is Strange war es ja ursprünglich noch so, dass Skip Matthews, Blackwell's finest. He's not so bad for a mall cop. Da konnten wir die Entscheidungen zurückspulen. Hey Skip. Stopped any gang wars lately? Not today. I did ask Justin Williams' mom to move her Mercedes out of handicapped parking. Badass. Yeah, you know how I roll. So, I went to the mill last night. Cut Firewalk live. Yeah, I can see that. Wait, you went to the mill last night? Nein. It was cool. Whoa, pretty wicked. I didn't know you were into music like that. What? Like good music? Preach it, sister. I'm in a band, actually. No shit. Really? We're called Pisshead. It's not a big deal or anything. I mean, I'm trying to get our demo out there, but it's hard. Pisshead, huh? Would you maybe want to hear it? Our demo, I mean. Na klar, hau rüber. Yeah, okay. Great. Ach ja, heutzutage auf dem Handy. Naja, aber komm. Hallöchen. Die klingen professioneller als Firewalk. Die Riffs erinnern ein bisschen an Royal Blood, eine fantastische Band, ganz aktuell. Strophe ein bisschen langweilig. Der Teil schön. Das ist schön. Das ist gut. Der Teil ist schön. Ja. Ah. Ja, Mann. Falsche Musikrichtung. Ich singe aber. Es ist echt gut. That was really good, man. If Pisshead came on the radio, I'd turn that shit up. Oh. Right on. Awesome, Chloe. Thanks. Oh Mann, wenn Pisshead im Radio läuft, dann bepisse ich mich vor Lachen. Nein, schick, schick. Schick, schick, schickeria. Mit ihm, mit Elliot haben wir schon gesprochen. Justin, My DVD from Steph. I bet she's nerding it up with Mikey somewhere. Ja.
Ich kann sehen, Justin's wearing his eau de gange. Justin saß, glaube ich, auch in. Ich wollte wieder Bioshock sagen. In Life is Strange, hier in dieser Ecke rum. Hey, price check. Gotten in any good trouble lately? Hey, und hat immer genau die gleichen Sprüche gehabt zum Ex, glaube ich. Last night I scoped out this crazy party at the old mill up north. Kind of a DIY thing. Wow, no shit. I thought that place was like Meth Central. My cousin met this hooker there. Whatever. And it was cool, okay? You wouldn't understand. Hey, out of the blue question, what do you think of Rachel Amber? She is amazing. If you're into chicks that are hot, smart, and hot. I mean, she helped me out a while back. I was failing algebra hard. I believe you. Check it. After I bombed my midterm last fall, she tutored me for the rest of the semester. And then I crushed it. C+. All right. Guess I'll see you in class. Word. Entweder kommt Max tatsächlich noch in diesem Jahr, also in 2010, an die Akademie zurück. Oder an die Akademie, also nach Arcadia Bay zurück. Weil Victoria Chase, habe ich das vorhin eigentlich fertig gesagt? Ich glaube nicht. Da ist sie tatsächlich. Ah, wir können ein bisschen, können wir laufen. Das ist doch Victoria Chase, oder nicht? Ja, das ist Victoria. Die kennen wir doch. Sieht die nicht ein bisschen anders aus? Victoria Chase. I'd rather vomit razor blades than talk to her. Und doch redest du jetzt mit ihr. Ah, Carrie Price. It's Chloe. Oh, right. I'm just teasing. People have been taking me so seriously since I won the Beacon's Young Artist Award for my photography. You don't say. Between that and the Vortex Club, it's hard to keep people from putting me up on a pedestal or whatever. But you know all about that. What with Rachel Amber? Am I right? Haben sie schon gemacht, weil sie wirklich ein bisschen jünger aussieht. Ein bisschen, minimal. Sieht halt schon ein bisschen anders aus. Sie sieht reifer aus bei Life is Strange. Wait. What about Rachel Amber? Rachel posted a slamming selfie of you two having the time of your lives. Do tell. Erzählt was? Ja, komm. It was a pretty normal night for us. A little music, a little dancing. We murdered a guy. You are so funny. Oh, seriously though. I didn't realize you and Rachel were such BFFs. Wir sind die besten. We're really not. So what's she into? You know, what's her thing? Is it drugs? I'm not judging or anything. I figure if she's hanging out with you, she must be into some effed up shit. You know? Seriously, I don't know why you're talking to me about Rachel. Oh, Everybody loves her. Little Miss Perfect. So you're jealous of Rachel Amber. That's what's happening right now. Gotcha. Oh, God, I don't have time for this. I didn't even finish the chemistry assignment, and you're being you. Oh. Was, Hausaufgaben sabotieren? Why would Rachel Amber ever hang out with Carrie Price? It's Chloe. Aber die Gangart, das gibt's doch gar nicht. Die läuft. Wie läuft denn die, Mann? Die läuft später nicht so. Ich meine, die ist schon abgehoben und so und läuft schon so, aber Stephen nicht so krass. Quiet in the courtyard. Samantha Myers, school wallflower. She could give you a run for your money, Max. Und was mich halt eben wundert, die Victoria, mit der wir uns gerade eben unterhalten haben, die ist halt in Life is Strange dabei und ist in der Klasse im Kurs zusammen mit Max. Also, wenn die jetzt schon auf der Academy ist, aber die sieht halt so viel älter aus. Mir passt das zeitlich so gar nicht zusammen, Mann. Hey, Chloe. Hi. Hey, Samantha. What are you reading? Ein Buch. Who's Afraid of Virginia Woolf? I read that last year in Mrs. Hoida's English class. Hoida? I didn't think you did homework. Normally I don't, but the play was actually good. What did you like about it? Hoida? Is that you, Hoida? The
story is about how relationships only work if people are willing to lie to each other. I'm not sure if you're joking. Sorry, I'm a little slow sometimes. I'm a little bitchy sometimes, so it's cool. People always say that. But I think you're actually... Sag nichts Falsches. Sorry, Chloe. No one says anything like that. I don't know what I'm actually talking about. Oje. I bet. Nicht Mauerblümchen, die ist total eingeschüchtert. Die Arme. Oh Mann. Aber es ist schön, dass die Chloe halt mit ihr spricht und so. Und sie war nett zu ihr. Das finde ich richtig gut. Da hinten sitzen die beiden, wo wir hin müssen. Denke ich. Was machen denn die da vorne? Sind es... Ach, sie sind nur so aufgestellt. Oder Kunst. I bet Steph and Mikey are playing games on one of the tables. Oh nee, das ist nicht Kunst. Das sind Leute. Die sind aber nicht animiert. War das da auch schon so bei Life is Strange? Dass die einfach so Pappfiguren hingestellt haben? Da bewegt sich ja einer wenigstens. Oder, ne, bewegen sich zwei. Aber die hier sind alle regungslos. Na komm. Ah, natürlich, ja, Evan kennen wir halt auch. Das sind halt alles Leute, die irgendwie mit Max halt auch hier... Springt Max dann ins laufende Schuljahr rein? Das, ich muss echt das Datum checken. Wenn Max ins laufende Schuljahr reinspringt, würde Victoria trotzdem nicht jetzt schon halt so ewig... Ja. Nicht so jung aussehen. Sehr komisch. Evan. Amazing photographer, but such a bleeding heart. What soapbox is he on today? Sieht auch noch ein bisschen jünger aus. Chloe, I'd like to talk to you about wildfire awareness and prevention. Good morning to you too, Evan. According to the Department of Forestry, over 90% of this season's fires were caused by humans. That's a record high and completely preventable. Who says we should prevent fire? Fire is awesome. While I realize you're being purposefully obstructive, you raise a good point. Many parts of our local ecosystem benefit from fire. Knobcone pine cones, for example, which require temperatures above 350 degrees to open. Say knobcone again. No. This is for college, right? I don't believe you actually care about this. My interest in fire prevention is completely sincere. Besides, I intend to get into college on the strength of my photography alone. Do you think Rachel Amber would be willing to pose for my portfolio? She's so artistic. I bet she would be a dream model. What do you think? I guess. I gotta run. Wait, one last thing. Will you sign my petition to have a fire safety assembly at school? Yes. Sure. I love assemblies. Some of the best naps of my life. Wow, thanks. I did not see that coming. You being, you know, interested in complicated issues, helping out with the public. Do you want me to change my mind? No. How seriously am I taking this right now? Glasgeruch, Dr. Bär? Nein, wir überstehen selbst. Just don't expect this to become a habit. Blackwell Academy, home of tomorrow's leaders. Okay, wir sind die Erste, die ernsthaft unterschrieben hat. Big Mac Huge Balls und Principal Dix. Meldet euch heute an. Übt euer demokratisches Recht aus, euch zu versammeln und die Wichtigkeit des Brandschutzes für unser zerbrechliches Ökosystem zu diskutieren. Genau, wir haben direkt Dödel, McEnorme Eier, Chloe Price. What? Caring about important issues? Caring in general. Da muss man gleich zweimal drauf schauen, ob wir wirklich mit dem echten Namen unterschrieben haben. Dormitories, genau, das ist nämlich. Da hat Maxine gewohnt, oder da wird Maxine wohnen. Chloe. No. Class is back the other way. Yo. Kein Ding. Und hier sind ja auch schon. Wie steht das da? Man hat nämlich ja hier
ihre Hand gesehen, als sie unterschrieben hat, und da hat man auch Steph gesehen. Das ist ziemlich akkurat. Steph und Mikey. Na, was macht ihr? Spielen oder was? Steph Gingrich und Mikey North, Blackwell's Premier Indoor Kids. Steph has created something of a business selling pirated DVDs to other students. Mm-hmm. If I had known the Celestial Avenger was bloodied, I would have totally given him my potion. It was a skill challenge. Potion wouldn't have worked. Skill challenge? It's part of the tabletop game we play. Mm-hmm. Wouldn't understand. Ich habe früher gespielt. I used to play with my friend Max. It's been a long time, though. Cool. Got my DVD? One Blade Runner. Director's cut coming right up. Mhm. So ein Sweet. Film also. $5, right? Keep it. I'm just glad someone here appreciates the classics. You even asked for the director's cut, which took out the shitty voiceover and replaced it with a sweet dream sequence. Dream life over real life. That's my motto. Right on. Hey, do you know if Rachel is a gamer? Rachel Amber? You're asking me? Didn't you two go out last night, or was it just like a friend thing? Wie das halt alle wissen, ne? I don't know what you heard, but Rachel and I barely know each other. Oh, sweet. Steph has a crush. Chloe, you should join our game. Yeah, I don't have 50 hours right now. Thanks, though. We're at the end of the campaign, so it'll only take, like, 20 minutes? What else have you got to do before class? Naja, wir müssen eigentlich in die Schule. Dann kommen wir ein andern Mal. Wir müssen really weiter. Maybe later. You know where to find us. DVD, check. Next stop, chemistry class. Joy. Oder... ob wir mit denen ganz normal hätten spielen können? Meinte, das wäre gegangen, so richtig als Spiel und so? Sollen wir das in den nächsten Folgen mal am Anfang ausprobieren, bevor wir reingehen? Ich glaube, das machen wir, liebe Freunde. Aber hier ist jetzt immer wirklich Schluss. Ja, ist schon richtig lang geworden, die Folge. Wir sehen uns morgen in der nächsten Folge. Bioshock. Ja, wir wissen es doch schon, Mann. Bei Life is Strange, Before the Storm. Mit mir, dem Tale. Daumen hoch und Hose runter. Das macht euch so richtig munter. Bis morgen. Ciao und Servus.